Historie, Hintergründe, Perspektiven und wie geht das? Darüber unterhalten wir uns heute. Wo kommt denn das ganze Honorarthema überhaupt her und warum ist denn da so viel Druck drauf? Ja, weil manchmal brauchen Sie das Thema ja nur in die Runde werfen und ja, kippt es hoch, ja, wie Magnesium, dass Sie ins Feuer kippen. Der Hintergrund ist einfach einer, dass hier ziemlich viele Fronten, zwei Fronten aufeinandertreffen. Ja. Und das eine sind halt die ganz knallharten Befürworter der Cottage-Modelle, die das wunderbar finden. Man muss sich um wenig kümmern. Es ist jetzt alles so wahnsinnig transparent. Ich muss dem Kunden nicht erklären, warum ich 3000 Euro jetzt kriege für den Abschluss dieser Direktversicherung. Für die Versicherungswirtschaft ist es sehr, sehr schön, weil da kann man auch mal zu ihnen hingehen und sagen, Mensch, wie wär's denn? Eine Million mehr kriegen? Hm? 2 Promille? 3 Promille? Das ist die Art und Weise, wie die Versicherer in Deutschland den Vertrieb steuern. Viel mehr haben die gar nicht drauf. Ja? Die nichts produzieren, schmeißen raus und bei den anderen, wenn die dickere Wurst vorne hin. Wenn ich natürlich so Vertrieb mache, ist es schwierig, wenn plötzlich sie alle Honorarrechnungen stellen und meine Provision nicht mehr haben wollen. Das fällt mir dann nicht, also muss ich das irgendwie verhindern, solange es geht. Und dann natürlich treffen die anderen auf die Hardliner, die da sagen, hey, das sind Chancen, das ist Zukunft für uns, da kann ich sogar mehr verdienen als bisher. Und das ist jetzt auch wieder ganz schlecht, ja, weil das will ja von der anderen Seite auch keiner, dass ich danach noch mehr verdiene. Das wäre jetzt saublöd, weil dann stehe ich ja ziemlich blöd da. Ja. Also, das ist alles sehr emotional aufgeladen.